Ja, good morning in the morning. Eure Ente wieder hier. Und, ja, ihr seht schon, ich habe wieder ein bisschen gesammelt. Und wir fangen wie immer an mit dem Fisch und das Geld vom Museum. Das sind im Moment immer 2300, wenn ich fast länger nicht da war. Und ihr seht, ich habe auch das Rathaus gelevelt, aber das machen wir gleich. Viel wichtiger ist endlich mal hier diesen Bootssteg für Fisch. Ich will eigentlich ein bisschen ranzoomen. Oh nee, was habe ich denn jetzt gemacht? Komm, wir holen mal die 8000 XP. Und das wollen wir auch. So. Und jetzt will ich hier ranzoomen. So. Eisschollen. Zack, zack. Mann, diese blöden Leuchtfackeln, die will ich überhaupt nicht mehr. Das müsste man ausstellen können, dass sie direkt in den Mülleimer kommen. So. Zack. Ja, ich würde ja gerne mal die Veränderungen sehen. Also da ist irgendwie immer ein bisschen was verändert, aber ja, ich weiß nicht wirklich was. Cool wäre es, wenn man das vorher nachher sehen könnte oder wenn das so rot markiert wäre. Sonst hat man das... Hö, was ist denn jetzt passiert? Es wurde gerade alles gleichzeitig eingesammelt. Wie habe ich das denn gemacht? Also ich habe nichts gemacht. Okay. War das? Nee. Okay, komisch. Also ich habe eigentlich nichts gemacht, aber okay. Dann sammeln wir hier einen Stein ein. Aber ich werde jetzt auch nicht mit Fisch füttern, weil ich will mal wissen, was kostet hier eigentlich ein Update für sowas? Gerade für Stein. Okay, brauchen wir einen Stein. Hier, also gerade hierfür, Level 15, weil wir brauchen viel, viel mehr Stein. Okay, wir müssen erstmal das Rathaus machen. Aber vorher machen wir jetzt hier erstmal das Lager. So, wie viel Lagerkapazität habe ich denn jetzt? Sind ja jetzt alle aufgelevelt. Und Lager habe ich insgesamt 890. Na, das ist doch schon was. Und ich habe 45 Titanic-Tickets. Und ich glaube, die Titanic-Tickets sind richtig was wert. Also da kann ich wieder richtig cool gegen XP tauschen später. Das werde ich auf jeden Fall machen. So, jetzt werden wir Matrosen mal einsammeln hier. Zack, also die Wohnhäuser von denen. Wieso ist eigentlich das Wohnhaus? Ach, das passt nicht nach da. Ja, toll. Das ist ja doof. Na gut. Das Rathaus. So. Ta-ta-ta-ta. Ja, 24.000 Fisch kommt mir sehr gelegen. Ist auf jeden Fall gut. Wir sind Level 74. Kann man auf jeden Fall auch sehen lassen, denke ich. Und das Erste, was wir machen, das hier aufleveln, wenn es geht. Nein, geht nicht. Wie sieht es mit dem Museum aus? Was kann man eigentlich besser mit dem Museum dann? Ach, guck mal hier, Holz. Da haben wir eh viel zu viel. Kann man auf jeden Fall verbessern. 20 Stunden dauert das. 4 Schiffe kann man da reintun. Brauche ich eh nicht, weil den Platz habe ich... Also ich habe gar nicht so viele Schiffe. Aber kann man trotzdem machen. Verbesser Rathaus auf Level 12. Wir sind jetzt Level 9. Alles klar. So, dann gibt es aber auch neue Sachen zum Bauen. Vorher machen wir aber hier unseren Pier. Oder Hauptdock. So. Haben wir auch gemacht. Ist jetzt auf Level 13. So, jetzt sammle ich... Nee, die Schiffe sammle ich noch nicht ein. Das mache ich erst später. Wollen jetzt mal gucken. Ich habe noch eine Medaille bekommen. 20 Diamantchen. Ich sammle die Diamanten fleißig, weil vielleicht kaufe ich mir dann wieder ein Schiff oder so dafür. Ne? Für 250 Diamanten gibt es manchmal ein Schiff und so. Kann man definitiv sich dann gönnen. So, jetzt gucken wir, was können wir eigentlich bauen. 125.000 Fisch. Das, also die Sägemühle und ein Lagerhaus. Das Lagerhaus bauen wir direkt, was natürlich nirgendwo hinpasst. Ja, das ist ja auch prima. Vielleicht
muss ich mal drüber nachdenken hier. Also das Wirtshaus brauche ich jetzt nicht wirklich hier vorne. Dann stelle ich das Rathaus hier vorne hin. So. Und dann stelle ich das natürlich zu den anderen Lagern. Ja. Ja, es ist ein bisschen voll hier. Alles Lager, Lager, Lager. Und da alles, ja. Mensch. Wie könnte man das denn hinstellen? Ich muss das, glaube ich, mal alles anders hinstellen. Ja. Also das sieht nicht gut aus hier. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich habe einiges fertig auf der Karte. Vor allem vom Event habe ich eine Sache fertig. Und da wollte ich definitiv mal gucken, was es da gibt. Genau, ich habe 3 neue Bereiche fertig. Also ich habe ein paar Sachen fertig gemacht, wie ihr seht. Und da gucken wir jetzt mal. Gucken wir erstmal die neuen Bereiche. Entdecken. Oh, das hat gut Punkte gegeben. Gut, da gibt es auch direkt schon den nächsten Bereich zu entdecken. Und hier eine Stadt. Ah, okay, okay, okay. Das ist keine normale Stadt, sondern die Isabella. Das ist ja gar nicht mal schlecht. Hier haben wir einen Schatz, ne? Ja. Ist auch nicht schlecht. So, jetzt wollen wir. Also oben 3 Sachen. Schon mal sehr gut. Was? 215 Punkte nur. Da unten wieder ein Bereich. Und hier einfach nur ein Schatz. Das ist auch nicht viel. 28 Tage? Wie? 30 Minuten. Ach so. Ich dachte, das dauert 28 Tage, bis man den Schatz geholt hat. Das wäre auch mal eine krasse Sache. So, jetzt gucken wir hier rein. Im Übrigen finde ich dieses Spiel echt super, weil man kann es einfach so zwischendurch mal schnell zocken. Ja, hier ist auch so ein Typ. Junge, das ist ja dann richtig schwer, sich zu entscheiden, wo man eigentlich hin möchte. So, jetzt haben wir alle Bereiche frei. Jetzt muss ich mal eben gucken. Was war das? 3500 XP. Und das war, genau, das war Gold. Jetzt sind wir hier auch geupdatet auf Level 2 sozusagen. So, und hier ist ein Event-Typ, den wir komplett fertig haben. 30 von 30. Ich bin mal gespannt, ob es da eine extra Belohnung gibt oder irgendwie sowas. Also wäre schade, wenn ich jetzt nur diese 2500 Gold, Holz kriege. Das wäre echt schade. Ich hoffe, da gibt es jetzt irgendwie was, eine Belohnung oder so. Ah, okay, 30 Tickets. Oh, das ist ein bisschen... irgendwie ein bisschen schade. Ja, jetzt ist die Frau da, 1 von 30. Okay, okay. Dann werde ich jetzt mal die Schiffe losschicken. Erstmal die Schätze abholen. Okay, das passt nicht. Okay, manche Schiffe, mit denen kann ich schon gar nichts mehr anfangen. Die sind einfach zu low. Zu low. Ja, was soll ich mit denen machen? Dann schicke ich die halt dahin. So. Und jetzt aber hier auch nicht. Lieber Himmel, lieber Himmel. Tja, wo schicken wir dich denn hin? Sollen wir dich zu der Frau schicken? Ja, komm. Schicken wir... Boah, 276 Steine. Leck mich an der Tesch. Als ob da jetzt gerade so viel Stein für die Frau drauf geht. Boah. Ja, das passt wieder nicht. Hab ich recht? Ja, das passt nicht. Habe ich überhaupt irgendein Schiff, wo es dann passt? Also den Kameraden hier oben, den habe ich auch schon ziemlich weit. Der ist auf 29 von 40. Da mache ich mal auch fleißig weiter. Und eigentlich wollte ich jetzt gucken, was bringen mir diese Tickets? Wie viel wert sind die? Da wollen wir mal eben gucken. Hier habe ich 75 Tickets. Okay, 17 Tickets kann ich nur. 68.000. Natürlich auch, also Geld bringen ist natürlich auch gut, ne? XP oder Geld. 34.000 XP. Ne, und das sind gerade mal 17 Stück. Ich habe ja insgesamt
eine ganze Menge mehr. Ja, Diamanten, das fände ich zu schade. Also da hole ich mir, glaube ich, lieber Gold. 68.000 Gold. Also für manche Sachen kann man ja Gold sehr gut gebrauchen. Also da würde mich mal interessieren, was ihr eher holen würdet. Gold, Diamanten oder XP. Ich meine, Diamanten könnte man notfalls auch für Geld holen. Deswegen ja, würde ich die eher nicht dafür benutzen. So. Boah, 204 Stein wieder. Also Stein geht jetzt hier weg. Wie warme Semmel. Okay, das ist ein Schiff mit 90 Mann, oder was? Ich glaube, ja. Ja, jetzt können wir das da hinschicken. Den Schatz abholen. Mein Schatz. So, was ist hier? Warum geht das nicht? Das ist auch so ein kleines Pupsi-Schiff nur, glaube ich. Das ist wahrscheinlich das nächste Schiff, was ich ins Museum stecke. So. Nee, bei dem waren wir doch gar nicht. Ach, die Frau haben wir jetzt bedient. Sehr gut. Ja gut, dann machen wir den Typen hier weiter. Hä, 9 Gold? Sag bloß, es war einfach nur so ein Rest über. Ja, leider, da muss ich mal vielleicht mehr drauf achten, auf sowas. Hey, jetzt ist die Frau wieder da. Okay, dann war das eine Schiff zu klein, oder? Ja, die will 1700 Steine insgesamt. Boah, Frau. Hey, du machst mich fertig, ne? Nee, die macht mich arm. Arm macht die Frau mich. So, mal gucken. 2800 Eisen gibt die dafür. Das ist ja auch nicht wenig, ne? Mal so gesagt. Also. Ja, das ist. Was will der denn hier zum Aufrüsten? Stein. Stein, 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 Stein. Immer nur Stein. Ich kann es nicht mehr hören. So viel Stein. Wie die immer wollen. Das. Ich muss meinen Stein auch irgendwie einsparen. Ich glaube, ich muss meine Schiffe wieder öfter hier hinten Stein holen schicken abends. Also hatte ich das eben gesagt, ne? Also ich finde dieses Spiel super, weil man kann es innerhalb wirklich von 3, 4, 5 Minuten höchstens. Also ich mache jetzt ein bisschen langsam. Normalerweise geht das zap, 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 zap. Kann man das zwischendurch mal spielen. Findet sich eigentlich immer Zeit, so 2-3 Mal am Tag findet sich immer Zeit. Und wenn ihr irgendein Spiel kennt, was man so ähnlich machen kann, also wo man nicht wirklich stundenlang dran sitzen muss, sondern immer nur mal kurz, so mal eben, also nicht sowas wie Boom Beach oder Clash of Clans und so, wo man wirklich da angreifen muss und dies und Truppen erstellen, was dann stundenlang dauert und so. Nee, sowas hier, das geht wirklich flott. Vielleicht auch mit LKWs oder Zügen oder so. Und ich glaube, da gibt es sogar von denselben Machern etwas. Aber das hat mir nicht so gut gefallen, muss ich gestehen. Aber vielleicht habt ihr da andere Erfahrungswerte noch mit. Dann könnt ihr jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann könnte ich mir vorstellen, noch ein Spiel zu bringen auf dem Kanal hier. Weil ich habe einige Spiele aufgehört zu spielen. Oh, Moment. Kann man das nicht aufleveln? Einige Spiele aufgehört zu spielen und Stein. Und deswegen habe ich ein bisschen zwischendurch mal wieder Zeit. Weil Heyday auch nicht mehr so viel Zeit frisst bei mir, weil ich habe da eigentlich nichts zu tun mehr groß. Ich habe ja da eigentlich alles. Deswegen, ja, wenn ihr da was kennt, was so ähnlich ist. Ich habe mal geguckt, SimCity habe ich mir mal angeguckt. Aber irgendwie, es ist mir, glaube ich, zu komplex und das hier ist schön einfach gestaltet, muss ich sagen. Also hier blicke selbst ich durch. So, eigentlich brauche ich noch mehr Fisch. Fisch ist immer Problem. Weil guckt euch das mal an. Wenn ich jetzt hier zack, 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 zack. Dann ist immer so viel Fisch weg. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Fisch über. Aber normalerweise nicht. Deswegen kann man denn hier nichts machen. 120 Fisch, Angelprofit 2000 Fisch. Ja, das ist schon ganz gut eigentlich.
80.000 Monedos und 3.500 Eisen. Ah, das ist auch eine Hausnummer, ne? Ja, gerade das Eisen. Ja, muss ich mal wieder ein bisschen sparen. Ja, hier hätte ich lieber wirklich, dass ich den Fisch... Ja, dass das... Diese Angeldauer, ne? Dass das wirklich so 2-3 Stunden dauert, weil ich gucke halt nicht alle 40 Minuten hier ins Spiel. Ich gucke halt wirklich nur 2-3 Mal am Tag. Und ja, ist der Bescheid, ne? So, mal eben gucken. Ja. Gibt's sonst irgendwas? Ich glaube, ich bin fertig. Weil ein Schiff kaufen kann ich eh nicht. Oder? Ich kann gerne mal reingucken. Hey! Aber ich glaube, ich habe kein Geld für ein Schiff. Also das sind, glaube ich, meine Schiffe. So. 90. Ja, guck mal, 220.000 Geld soll selbst diese Lilly kosten. Ja, hier, 250 Diamanten, habe ich gesagt, ne? 250 Diamanten kosten die oft. Ach, guck mal, hier ist ein komplett aufgeleveltes Schiff schon. 1,2 Millionen. Also ein paar sind echt teuer. 570 Diamanten. Guck mal, Eventschiffe mal da reingucken. Aber die sind meistens ab so einem richtig hohen Level, wo ich eh nichts bekomme. Gibt es nur so zwei Schiffe oder so, die ich mir holen kann. Ja, 200.000. Das ist auch ein schönes Schiff. Die Green Jacket. Ja, ist echt schön. Hier, das könnte ich mir leisten. Blue Jacket. Aber 80 Leute... Ja, weiß ich nicht. Ich will mir eigentlich jetzt nicht mehr ein Schiff unter 100 Leuten holen. Nee. Lassen wir erstmal. Wir warten jetzt noch. Und ich würde sagen, wir sind dann mit heute durch. Ich glaube, so ein langes Let's Play von Seaport habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Als nächstes, also ich spare jetzt erstmal auf die gute Sägemühle. Ich denke, dass bis zum nächsten Mal werde ich die sicherlich frei haben. Ja doch, keine Zeit dauernd Holz zu schneiden. Die Sägemühle wird das für dich erledigen. Ja, also da bin ich mal gespannt. Die wird wahrscheinlich einiges an Fisch fressen, die Sägemühle. Könnte ich mir vorstellen. Ja, gut, Leute. Ich bin raus.